Mal sehen, ob ich hier den Secret Exit überhaupt finde. Mir fällt nämlich nicht ein, wo der sein könnte. Wäh! Zack. Chuck. Zack Norris. Zack Norris. Egal, lass mich mal. Gib mir die Kraft des Chucks. Warte, 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 warte. Ah, ich sehe schon was. Ich sehe schon was, was mir vielleicht weiterhelfen könnte. Ein Exit. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ja, das machen wir gleich. Wir sammeln erstmal das Secret Exit hier ein noch. Und das zweite Exit besser gesagt. Ich weiß nicht, ob das nur ein Secret Exit war, was ich gerade habe, oder das andere. Auf jeden Fall nehmen wir das zweite Exit. Ich wollte gerade ein bisschen Skill zeigen und da mal durchspringen. Egal. Aber inzwischen weiß ich, das sollte ich besser lassen. Genau wie das. Das kann nur in die Hose gehen. Obwohl, wenn ich Mario World zocke allgemein, kann ich das in die Hose. Deswegen, naja. Aber ich will euch das ja beweisen, dass ich schlecht bin in Mario World. Deswegen spiele ich es ja auch. Und wer meinen Kaizo gesehen hat, weiß, dass ich mich gerne quäle. In der Hinsicht. Aha. Ich quäle mich. Ah, du bist doch so ein Arsch. Der Leck war mit Absicht. Das habe ich. Das kann ich mir schon vorstellen. Der war voll mit Absicht. Hast du extra gemacht, damit ich hier drauf gehe. Oder damit ich getroffen werde. Ah, ein Geist. Ein Geist. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nochmal auf das Thema zurückkommen, was nach Mario World losgeht. Ich meine, ihr könnt mir auch gerne ein anderes Super Nintendo oder oder ein SNES-Spiel vorschlagen. Ihr könnt mir sowieso allgemein immer Vorschläge machen, was ich explain könnte, was zum Beispiel über Emulator funktioniert. Aber das ist immer so. Ich habe ja normal meine Pläne und dann gucke ich mal. Und dann, wenn ihr mir Vorschläge macht, dann kann ich gerne gucken, ob ich die irgendwie einbinden kann. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Ein Eiswelt! Komm mal runter, genau. Damit man hier für nix sterben. Nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist eigentlich schon immer so gewesen. Ihr könnt mir eigentlich immer Vorschläge machen, was ich jetzt playen soll. Weil irgendwann gehen noch mir die Ideen aus. Ich meine, ich habe noch genug zur Auswahl, was ich jetzt playen kann. Meine ganzen Konsolenspiele und so weiter. Aber was Emulator-Spiele angeht, dann könnt ihr mir gerne immer Vorschläge machen. Da bin ich für alles offen. Vor allem was Super Nintendo, NES, SNES angeht, da bin ich immer... bin ich für alles offen. Da ich sowieso die... SNES und NES... Saga, nenne ich es jetzt einfach mal... nachholen möchte, weil ich da nicht so drinne bin, weil ich da noch nicht wirklich viel gespielt habe, wenn man so will.
Deswegen, also genau deswegen war ich so ein bisschen, so Spiele, die ich noch nicht kenne, die spiele ich gerne mal, guck sie mir an, weil so lernt man mal was Neues kennen und weiß, was die Leute so früher gespielt haben, ne? Und deswegen, ne, ist immer toll. Und so ein alter Klassiker immer in so in seinen Projekten ist immer toll. Irgendeinen alten Klassiker. In dem Fall ist es zum Beispiel Super Mario World und nebenbei noch Sword of Mana, was ich übrigens bald mal weitermachen könnte. Ich habe momentan überhaupt keine Lust drauf hab. Egal. Hier geht's wieder ein Secret Exit. Naja, auf jeden Fall. Da war das schon wieder geklärt. Also, wie gesagt. Ich werde es hier auf den nächsten meinen Kanal, in mein Über uns, wie es jetzt bei YouTube heißt. Also. In meine Kanal, ich nenne jetzt einfach eine Kanalbeschreibung, da werde ich es demnächst noch einfügen, dass ihr mir SNES, NES, GBA Spielevorschläge machen könnt, bezüglich, was ich Let's Playen soll. So, damit ich nicht immer selber überlegen muss, was ich machen könnte, weil so beteiligen sich die Leute an meinem Kanal und ich Let's Playe das Ganze quasi. Aha. Kanalbeteiligung ist immer gut. Oh, ich erinnere mich gerade an dieses Level. Es war Kacke! Allerdings nur, wenn man weiß, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und für Secret Access brauche ich übrigens einen Yoshi. Fällt mir gerade einfach mal so ein. Ich weiß nicht, ob man hier in diesem Teil irgendwo einen Yoshi bekommt. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich jetzt einen Yoshi mir hole. Jetzt hole ich mir gleich mal einen Yoshi hier. Denn hier in dem Level scheint es gar keinen zu geben. Doof. Deswegen muss ich leider wieder zurück. Das werden wir jetzt mal mit Speed machen. Einfach damit es schneller geht. Ja, kaum Speed ich dann mach, arbeitest du wieder mein Laptop, hä? Dann rauscht es. Scheiße, der macht was. Zack, 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 zack. Ich weiß, damit zerstöre ich die schöne Musik in Mario, aber in dem Fall muss es einfach mal sein, weil das dauert sonst viel zu lange. Jetzt muss ich Yoshi nur bis dahin behalten. Was sowieso schon schwierig genug wird. Ja, ja, badabadu. Ich weiß nicht, was ich labern soll. Jetzt wollen wir mal. Warte mal, erstmal hier, damit ich. Juhu! Das war gut. Yeah, geschafft. Ja, nochmal Leben gesammelt. Yeah, und durch das Exit. Somit habe ich das Secret Exit auch hier gefunden, ne? Es läuft alles ganz gut bis jetzt, finde ich. Noch finde ich alle Secret Exits sehr gut und finde auch gut durch die Levels, wenn man so will. Soda Lake. Du, 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 du. Ja, also so läuft es ja auch recht, wie gesagt, recht einfach. Und wenn man sich nicht gerade zu doof anstellt, dann sollte man das auch gut meistern können. Du solltest den, die du soll. Scheiße, jetzt habe ich gesaved. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Aber benutzen werde ich nicht. Keine Sorge. Benutzt wird hier kein Safe State. Wir sind schließlich in Kaizo.
Man ist sowieso schon so sehr an die Safe States gewöhnt, wenn man so viel, benutzt. Aber das möchte ich in dem Fall mal ändern, zumindest in meiner Hinsicht. Dass ich mal weniger Safe State. Egal, komm, jetzt hauen wir hier durch. Komm schon. Zack, 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 zack. Finde ich nämlich eigentlich finde ich ja doof zu Safe State. Das macht irgendwie das Feeling dieser alten Spiele kaputt, weil du normalerweise spielst du die ja reihweg durch und dann bist du immer frustriert, wenn du abkackst. Die Safe States, die verhindern quasi, dass du dadurch frustriert wirst, weil du weißt, ah, ich kann einfach laden und fertig.